Den Schamanen zufolge wächst diese Pflanze auf den Gräbern derer, deren Seelen in Frieden ruhen. So. Schön, dass Alexei in Frieden ruht. Warum ist zum Teufel nochmal das Licht aus? So ein Quatsch. Einfach zugegangen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal. Haha, ihr steht da. Warum kann ich mit dem Vorderen reden, aber mit dem da hinten nicht? Ich finde es so lustig, wie sie immer, wenn man jedes Mal mit denen reden will, das muss ich euch mal zeigen, was sie da jetzt sagt. Bei denen sagt sie nichts. Gut, dann gehen wir nochmal zu dem hin. So, rechts kann ich, links kann ich nicht, okay. Okay, normalerweise sagt sie dann eigentlich, hey, dieser Mönch hat das Schweige, bla bla. Ach, vielleicht ist es der Typ, der ganz vorne steht, wo sie das immer sagt. Da gucke ich gleich hin. Hier. Ich glaube, bei dem ist es, wo sie es immer sagt. Ich finde es so lächerlich. Guten Tag. Der macht genau die gleiche Geste wie alle anderen. Hä? Bei dem sagt sie es auch nicht. Irgendwo sagt sie doch, dieser Mönch hat das Schweigezölibat oder so eine Scheiße abgelegt. Ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Ich finde es nur so lächerlich, dass sie sich da immer ein Urteil drüber macht. Ja, der hat sein Schweigegelübde abgelegt, nur weil er nicht mit einer ollen Type da reden will. Mal ganz im Ernst. Wenn ich so ein Mönch wäre, würde ich auch nicht unbedingt mit der reden wollen. Wegen so eine dreiste Amerikanerin, die in mein Kloster reinrennt. Toll. Die sind da, um sich vor Frauen zu verstecken. Und dann kommt so eine Dreiste daher und denkt, sie wäre hier voll die Tolle. Meine Fresse. Ich wäre ganz schön sauer anstelle der Mönche. So, hier sehen wir einen Haufen Grabsteine, die ziemlich kaputt sind. Hier sehen wir was? Genau, die Pflanze aus dem Buch und im Hintergrund Alexei Tukanow. So, Schere, Klick. Schneide es ab, genau. So. Jetzt nehmen wir uns das Zeug mit. Kräuter- und Brombeersträucher. Alexei Tukanow, 1895 bis 1996. Alter Schwede, 101 Jahre. So, irgendwas Lateinisches. Dann gehen wir hier rum. Der Typ schaufelt schon mal ein Grab. Eine echte Mönchsarbeit. Was gräbt er da? Ich befürchte das Schlimmste. Ich hoffe, der ist nicht für Hans gedacht. Ich befürchte das Schlimmste. Bei diesem Sarg bekomme ich Gänsehaut. Bei diesem. Ja, dann bekommst du halt Gänsehaut. Wen interessiert das? So, gut, wir haben das Zeug abgeschnitten. Hey, dann wären wir vielleicht doch noch fertig heute. Ohne dass ich einschlafe. Wohlgemerkt. Ich frage mich, wie viele Leute eigentlich dieses Let's Play schauen. Können mal alle, die aktiv dieses Let's Play schauen, einen Kommentar hinterlassen? Wäre ganz nett, mal eine Zählung zu haben. Wer von meinen 57 Abonnenten wirklich meine Videos anschaut. Genau, hier hin. So. Docht haben wir drin. Das da oben. Jetzt wird's grün. Sehr schön. Hallo, ich muss hier dran ziehen. Ach so, na gut, dann nicht. Kräuterkerze. So, dann gehen wir wieder zu Hans. Komisch, ich dachte, man hätte hier eigentlich mehr zu tun gehabt. Naja. Wahrscheinlich, weil ich damals so ewig lang hier hängen geblieben bin, weil ich nicht weiter gewusst habe. Dahin. Dahin. Haha, ihr steht beisammen.
Rein zu Hans. So. Jetzt gucken wir auf den Tisch. Stellen das dahin. Tunk. So. Kräuterkerze. Streichhölzer. So. Filmsequenz. Das ist schon besser geworden. Im ersten hat man noch richtig gesehen, dass es eine Filmsequenz ist. Hier kann man es jetzt nicht mehr ganz so gut unterscheiden. So, jetzt hustet er, weil ich Rauch gemacht habe. Na komm, sag was. Guck nicht doof. Hans, wie geht es ihm? Geht. Ganz gut. Warum bin ich hier? Das erkläre ich Ihnen später. Gehen wir? Können Sie laufen? Würde ich gerne, aber... Bleiben Sie liegen, Hans. Ich schaue nach, wie wir von hier wegkommen. Mit dem Aufzug, würde ich normalerweise sagen. Ich finde es lustig. Die Leute hier haben echt schon alle einen ganz schönen Schaden. So, mal gucken. Nein. Auch nicht. Ah ja, genau. So. Wieder in die Gesangshöhle. Ich find's lustig, andauernd singen da scheinbar Mönche. Weil Elektronik haben die hier ja noch nicht. Die können ja nicht irgendwie... Ne? Kann ja nichts den Ton generieren, außer irgendwelche Mönche, die wirklich die ganze Zeit singen. Hui. Ein Schlüssel. Toll, für was ist der? Müssen wir doch noch ein bisschen mehr tun, ne? Ein Schlüssel. Ah ja, jetzt weiß ich's. Man kann ja hier nach rechts gucken. Eigentlich könnte man sich auch an der Seite durchklemmen, aber mei. Dieses Geräusch, das ist auch im Far Cry dabei. Zu geil. So, klingel mal an der Glocke. Genau, wir machen Ding Ding. Dann laufen die ganzen Mönche weg. Zum Gebet. Schon lustig und keiner wundert sich drüber. Der Abt ist wahrscheinlich gerade wirklich am Scheißen und keine Ahnung, was macht denn der? Nee, nicht Abt, der ist ja kein Abt. Wie heißt der? Patriarch. Genau, der ist wahrscheinlich gerade am Scheißen. Naja, was soll's. Gucken wir weiter. So, jetzt sind alle weg. Jetzt habe ich endlich ein bisschen mehr freie Hand. Ich finde es lustig, weißt du? Erst hier will sie, dass die Mönche weg sind. Dass sie nicht sehen. Das war zu geil. Sie wollte gerade die Niesen-Animation machen und in dem Moment klicke ich, sie soll da hingehen. Sah das blöd aus. Sah aus, als ob sie sich in die Fresse gehauen hätte. Oh Mann. Ganz im Ernst. So, die schiebt jetzt den Sarg da in Schlittenposition. Und jetzt sollten wir Hans holen, ne? Mal gucken, was sie noch dazu zu sagen hat. Huh, recht steil. Aber mit einem Schlitten könnte man es nach unten schaffen. Mal ganz im Ernst. Wenn man das Ding hier rausschiebt, hängt es an dem Felsen hier fest. Naja, typisch Frau. Logik weit gefehlt. Schieben wir das doch mal irgendwo hin, ne? Wird schon passen.
Und dann sich darüber wundern, dass es nicht klappt. Dahin muss ich ja. Ach ja. Ach hey. Ich darf zwar morgen ausschlafen, schönerweise, aber dafür habe ich den ganzen Tag Uni. Da habe ich so keine Lust drauf. Was ist los, Kate? Gehen wir hin. Ja, Kate. Wir müssen uns beeilen. Gehen wir hin. Wohin? Beschreib doch bitte mal, was du willst. So, das Ganze läuft jetzt bitte hoffentlich automatisch an. Ja. Kommt der Herr Patriarch daher? Ui, Filmsequenz. Nein, gehen Sie nicht weg. Nein. Doch. Bleiben Sie hier. Haltet Sie auf. Haltet Sie auf. Grrr. Genau. Wieder mal ein bisschen zu schnell synchronisiert. Yay. Ernsthaft, der Typ holt sich doch mindestens ein paar Knochenbrüche, wenn sie da runter segeln. Ich dachte, das Kloster hätte länger gedauert. Welche rasante Talfahrt. Hat richtig Spaß gemacht, Kate. Wirklich. So, ich rede mal mit ihm. Hans? Hans, können wir nun unsere Reise fortsetzen? Ich muss noch etwas zu Ende bringen, aber Sie könnten mir dabei helfen. Gern. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Ich habe das mechanische Herz repariert für die Pferde, aber ich bin jetzt zu müde. Bitte gehen Sie für mich zum Kabarett und bauen Sie es ein. Ja, tue ich gerne, Hans. Seien Sie unbesorgt und ruhen Sie sich etwas aus. Ich glaube, ich mache das jetzt noch fertig, dieses. Bis wir dann weit weg sind, ne? Die letzte Filmsequenz. Keine Ahnung, ob ich die noch durchlaufen lasse. Sehen wir dann. So, das mechanische Herz habe ich bekommen. Das ist so ein komisches, rundes Ding, wie hier überall rumhängt. Ich finde es lustig, sie hat ihren Koffer noch immer dabei. So heißen, sie hat in Aralbad den Koffer im Zug stehen lassen und wollte mit dem Flugzeug wegfliegen. Und alle Unterlagen, die da drin waren, hat sie einfach mal hier im Zug gelassen. Toll. Okay, raus da. Und ab nach unten. Zum, wie heißt der Typ? Zirkus, genau. Steht hier auch überall. So. Hopp, hopp. Bewege dich. Malka steht noch immer seit ein paar Tagen in der Kälte. Der macht das wohl Spaß. So. Jetzt können wir endlich diese Lust... Oh, hey. Hopp, hopp. Alle, hopp, hopp. Alle, hopp, hopp. Ah, jetzt reicht's aber. Hau ab, du Dreckshund. Los, weg hier. Asynchron ohne Ende, hä? Nein. Gut, bitte beweg dich schneller zu deinem Platz. Ich möchte weiterspielen. Ich hab's eilig. Ich möchte auch wieder ins Bett. Ich bin müde und ich möchte das noch heute fertig kriegen, ja? Geh dahinter. Geh dahinter. Komm.